Und ja, herzlich willkommen zurück, ihr Lieben. Ich möchte heute mit euch zusammen eine schöne Karte basteln. Sie ist relativ einfach, aber meiner Meinung nach doch recht effektvoll. Und ja, ich habe ja auch von In Love Arts so ein paar coole Stempel und so gekriegt, wie ich euch in einem Video gezeigt habe. Und ja, auf jeden Fall habe ich mir jetzt schon mal was von diesen beiden Sets hier gestempelt, was wir für die Karte dann auch verwenden werden. Und ja, ich lege die mal wieder zur Seite. Aber die sind halt wirklich mega süß, die Stempel. Und ja, eben. Dann fangen wir mal an. Und zwar brauchen wir einfach ein ganz normales Papier in irgendeiner Farbe, wie ihr möchtet. Und zwar hat das jetzt die Maße von 21 mal 13,5 bei mir. So. Dann ist das erste, was wir machen, wenn wir diese Maße haben, ist, dass wir uns jeweils bei 7, hier, also ich zeige es euch mal. Komm an, ich habe es mir schon mal vormarkiert, damit es ein bisschen schneller geht im Video. Also immer bei 7 und bei 14 einmal einen Strich nach unten machen und dann anschließend auf den beiden Seiten nochmal so einen diagonalen Strich, beides mal in die Richtung. So, dann, wenn wir das haben, dann brauchen wir irgendwas zum Falzen. Und zwar falzen wir uns jetzt diese Linien, die wir uns hier aufgezeichnet haben, einfach nach. Ich nehme jetzt einfach mein Lineal und ein Dotting-Tool. Ihr könnt alternative Bau, zum Beispiel einen leeren Kuli nehmen oder natürlich auch, wenn ihr habt, ein Falzbein. Je nachdem, was ihr da habt. Ich nehme jetzt einfach mal das hier. So, eine Linie. Zwei. So. Und dann diese Linie hier. Versucht natürlich, dass ihr wirklich schön die Kanten trefft. Desto genauer wird natürlich das Ergebnis, je schöner ihr das Ganze falzt. So, einmal. Und das gleiche Spiel natürlich hier auf der anderen Seite. So passt. Jetzt haben wir uns das Ganze hier ein bisschen vorgefalzt. Ich hoffe mal, ihr könnt es erkennen. So, und wenn wir das haben, dann können wir uns das schon mal einmal hier an dieser Falzlinie umknicken. Und jetzt seht ihr, dass das genau hier auf der Kante liegen sollte. Wie gesagt, genauer, desto besser passt das dann jetzt im Endeffekt. So. Einmal. Und wieder aufklappen. Und dann das natürlich die Seite auch falzen. Auch gucken, dass das Ganze schön sitzt. So. So quasi gehen würde. So, jetzt haben wir diese Falzlinien hier. Die falzen wir jetzt aber andersrum. Also quasi so. Ich lege mir das jetzt einmal kurz so hin. Und wenn wir das haben, können wir das dann schön nachfalzen. So. Und hier wieder auch oft in die Richtung falzen. Also nach hinten. So, und dann haben wir nämlich, sieht das Ganze nämlich so aus. Wir hatten es so und durch dieses Falzen, durch diese Schrägen, ergibt sich das Ganze dann zu so einem schönen Bild. So. Jetzt sieht das Ganze natürlich so noch ein bisschen langweilig aus. Dementsprechend habe ich mir jetzt Motivpapier genommen und habe mir das in den Maßen von den Seiten hier zurechtgeschnitten, habe es allerdings in kleinen, also 5 mm kleiner gemacht wie das hier. Ich zeige es euch mal kurz mit dem hier. Also ihr seht, es ist minimal kleiner.
Und jetzt können wir uns zum Beispiel entscheiden, ob wir jetzt hier das Ganze so haben möchten oder wie ihr mir das gerne hättet. Ihr könnt das natürlich auch hier oben drauf kleben. Und wenn wir es jetzt so rum haben, weiß. Wenn wir es andersrum farblich haben möchten, dann müssen wir es natürlich andersrum zurechtschneiden. So. Man kann das Ganze auch hier machen. Also da ja, könnt ihr euch das komplett aussuchen, wie ihr das gerne hättet. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal hier auf jeden Fall die Außenseiten. Einmal so hin, einfach mit so ein bisschen Rand. So, einmal. Seht ihr, haben wir hier so einen kleinen schönen Rand, was ganz niedlich ausschaut. Und das gleiche machen wir hier oben natürlich auch nochmal. Und hier auch wieder mit so ein kleines bisschen Rand an den Seiten. So, jetzt könnten wir hier zum Beispiel die hier noch so hinkleben, dass wenn man das von der Seite anschaut, auch noch ein bisschen Motiv hat. Oder wir schneiden uns einfach nochmal was zurecht, so dass wir das hier haben. Das machen wir jetzt einfach mal kurz, würde ich sagen. So, dann seht ihr das nämlich, wie ich das habe. Und dann kann ich mir jetzt einfach, da wir die Größe ja schon haben, kann ich mir das jetzt einfach hier auf mein Schneidebrett legen, Kante an Kante. Oder alternativ könnt ihr das natürlich auch ausmessen. So, ich lege mir das jetzt wie gesagt einfach an. So. Und dann einmal kurz schneiden. Einmal schon mal und dann machen wir das Ganze, würde ich sagen, für die Seite natürlich auch noch. So. Jetzt nehme ich mir einfach das hier wieder und lege mir das so an. So. Also wir können das Ganze, wie gesagt, natürlich auch gerne ausmessen, aber ich bin einfach kein Freund von diesem ewig langen Messen. Dementsprechend mache ich eigentlich immer, insofern es irgendwie möglich ist, dass ich mir das Messen ersparen kann. Funktioniert natürlich leider nicht immer, aber gerade bei so Sachen funktioniert es doch recht gut. Und das gleiche hier oben. Ja, jetzt seht ihr, jetzt ist mir gerade auch ein Fail passiert, weil ich habe nämlich verkehrt drum. Oder habe ich die verkehrte Ecke erwischt? Ja, habe ich. Ich wollte gerade schon sagen, ich habe es verkehrt rum, aber nein, es war nur die falsche Ecke. Das kleine Stückchen, was jetzt hier nicht ganz so schön vom Schneiden ist, mache ich mir jetzt einfach mit der Schere kurz weg, das Stückchen. Und dann können wir das Ganze auch wieder so kleben, dass wir da so einen schönen kleinen Rand haben. Ich lege mir das dann jetzt wieder so nach außen, weil ich da einfach immer leichter zum ja, Kleben finde. Machen wir hier ein bisschen Kleber rein auf beide Seiten gleich. So, zack, das langt schon. Und dann kleben wir uns das Ganze schön. So. So, einen schönen süßen Rand an der Seite.
Und das gleiche hier natürlich wieder. So, ich soll wie gesagt nicht viel ran sein, einfach nur, dass so ein kleines bisschen. Und dann schaut das Ganze schon mal so aus. Ich hoffe, ihr könnt es in der Kamera sehen. Bei mir blendet jetzt ein bisschen das Licht. Aber ich hoffe, es ist für euch erkennbar. Und so schaut das, kann man das Ganze dann aufmachen. Dann schaut das so aus. So. Jetzt machen wir noch ein bisschen Deko rein. Und zwar habe ich ja gesagt, ich habe diese Stempel von der In Love Arts genommen. Jetzt habe ich mir dann einmal mit meinem Standschablone von mir zwei so Kreise ausgestanzt. Einmal in ja, den gleichen Farbton wie der Kartenrolling und habe dann einfach diesen süßen Schmetterlingstempel genommen. Und den habe ich mir gedacht, kommt eigentlich ganz niedlich, wenn wir den hier so mitten reinkleben. So dass, wenn man es aufmacht, einem der Schmetterling so entgegenkommt. Die Blüte fällt jetzt natürlich nicht so ganz so stark auf, weil es die gleiche Farbe ist, aber ich finde, das langt. So. So einmal. So. Und das Coole an der Karte ist halt, ihr könnt das so aufklappen, ihr könnt das so, also ja, oder so rum, könnte man es theoretisch auch machen, oder so rum. Ja. Also ihr habt da zig Möglichkeiten, wie ihr das Ganze verschenkt, oder ihr könnt es auch so rum verschenken. Ja. Wir haben jetzt hier den kleinen Schmetterling, sodass wenn man den aufmacht, der zack, einem entgegenkommt. Und dann hätte ich hier oben gerne noch diese süße Libelle auch aus dem Stempelset. Und dieser Rahmen habe ich auch aus dem Stempelset. Hätte ich es einfach gerne hier so oben drauf. So, und jetzt mache ich so, dass ich das Ganze nicht komplett klebe, sondern nur halb. Dementsprechend merke ich mir jetzt hier, hier oben und hier unten. Mache jetzt nur auf die Seite hier den Kleber. So. Die andere Seite lassen wir frei, sodass es nur auf der einen Seite klebt. So, können wir uns das Ganze wieder aufmachen und platzieren. So, ob ihr das Ganze ganz schräg oder gerade möchte, das ist eurer Fantasie überlassen. So. Lassen wir das kurz antrocknen. Und dann ist unsere Karte nämlich eigentlich auch schon fertig. Ich komme mal kurz hoch zu euch. Tut mir leid, dass die Sonne so ein bisschen blendet, aber ich kann es leider jetzt gerade nicht verhindern. Und ja, so schaut das Ganze dann im Endergebnis so aus. Finde ich super niedlich vom Stil her. Es ist wirklich mal ein bisschen was anderes von der Kartenform her. Ist aber trotzdem schnell zu machen. Und ja, finde ich, sieht einfach wirklich niedlich aus. Vor allem, ihr könnt es auch wirklich so rum verschenken. Sieht genauso niedlich aus wie so rum. Und ja, dann kann man das Ganze einfach so, zack, aufziehen. Und dann kommt hier nochmal dieser süße Schmetterling entgegen. Und hier dann auch nochmal die Libelle. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und ja, wenn ja, dann könnt ihr mir das gerne zeigen mit einem Daumen nach oben oder einfach auch gerne einen Kommentar da lassen. Und ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüssi!